Hintergrund sieht man die Siegelhütte, eine Selbstversorgerhütte der Sektion Oberland. Die liegt auf der Südseite des Wendelstein-Gebiets, liegt hier wunderschön in der Almlandschaft mit einem ganz tollen Ausblick. Auf die Siegelhütte komme ich auf verschiedene Wege. Ich kann es mal recht einfach machen, indem ich mit der Wendelsteinbahn hochfahre und dann eine gute halbe Stunde, knappe Dreiviertelstunde, sage ich mal, runterlaufe hier auf die Hütte über die Wendelsteinalmen. Andere Möglichkeit wäre, dass ich es von Osterhofen aus mache, dann über Hochkreuth am Café Siegelhof vorbei hierher. Oder ich gehe es von Bayerischzell aus, von der Haltestelle der Bob. Ja, die Siegelhütte ist eine Berghütte, die schon eher komfortabel ausgestattet ist. Also wir haben ein Lager mit 14 Plätzen, das heißt 14 Personen haben leicht Platz auf der Hütte. Wir haben eine Küche, die einen Holzherd und ein Backrohr hat. Von Frühjahr bis Herbst steht sogar eine Elektrokochplatte drin, die man nutzen kann. Eine Kaffeemaschine ist drin, ein Kühlschrank ist drin, also eigentlich zum Rundum Wohlfühlen. Ja, die Bayerischen Voralpen sind bekannt für ihre Almlandschaften und die sanft geneigten Hänge. Das finde ich hier auf der Siegelhütte. Kombiniert mit der guten Ausstattung der Hütte ist es ein optimaler Stützpunkt für Familien, auch mit kleineren Kindern. Direkt im Umfeld der Hütte habe ich den Wendelstein mit dem Wendelsteingipfel. Wenn mir der über Tag zu voll ist und zu überlaufen, habe ich ja die Möglichkeit, von der Hütte das am Abend oder ganz in der Früh zu machen und diesen wunderbaren Ausblick, den ich wirklich von oben habe. Ich kann in den Kaiser schauen, in die Kitzbühler, sehe die Zentralalpen, Großglockner, Großvenediger, rüber in die Allgäu. Also einen ganz tollen Blick bei schönem Wetter, dass ich mir den einfach in Ruhe gönne und da das Panorama genieße. Daneben habe ich hier aber am Wendelstein und mit der Siegelhütte als Ausgangspunkt die Möglichkeit, schon alpinere Touren zu machen. Ich habe einen deutlich alpineren Charakter hier im Gebiet. Fängt damit an, dass ich ein super Klettergebiet oben habe, die Kaserer Wand. Gute Stunde Zustieg von der Hütte aus. Es gibt noch ein schwereres Klettergebiet, den Sektor Gschwand. Da geht es so ab 7 los. Kaserer Wand ist im Bereich 5. bis 8. Grad. Und ich habe halt viele Gipfel, die ich hier machen kann. Einfach die Lacherspitz, das Wildalpjoch, die Säuenwand. Und ein besonderes Schmankerl, das wir hier haben, wenn ich Richtung Breitenstein rüberlaufe, habe ich das Breitensteiner Fensterl. Hat man einen ganz imposanten Blick ins Tal runter. Und an dem Fensterl an der Seite vorbei geht ein Klettersteig knappe 40 Meter hoch. Sollte ich aber auf jeden Fall eine Ausrüstung dabei haben, trittsicher und schwindelfrei sein, weil es ist ein bisschen ein schwierigerer Klettersteig. Und absolutes Highlight der Siegelhütte ist natürlich die Sonnenterrasse vorne, die Richtung Südost ausgerichtet ist und da breitet sich mir alles hier aus. Die Gipfel grüßen mich, der Seebergkopf, gegenüber die Ruchenköpfe, Lacherspitze, Großer Treiten, habe ich alle vor mir liegen, zum Greifen nah.